Moin Leute und ein herzliches Willkommen zum dritten und letzten Teil der Videoreihe zum Thema Wenden eines Zuges mit Hoppala, da habe ich doch wo die schon mal mit ein paar kleinen Problemen schon mal losgeht. Und zwar ist hier nämlich ein Kontaktpunkt, der hier hätte nicht schalten dürfen. Hier müsste man noch entsprechend mit bestimmten Bedingungen arbeiten, aber das kann man zum Beispiel darüber regeln, zum Beispiel über ein Signal, womit man halt angeben kann, ob ein Umsetzen gerade erfolgt oder nicht. Könnte man dann zum Beispiel dann hier eintragen, die Signalnummer, und dann, wenn das zum Beispiel jetzt, gibt es diese Zählsignale, die den Zustand rot oder grün haben, können wir jetzt grün normaler Fahrbetrieb, rot umsetzen oder zum Beispiel auch für eine Rangierfahrt nehmen. Dann trägt man halt hier die Nummer dieses entsprechenden Signals ein, dann den jeweiligen Zustand, in dem Fall wäre das dann rot und dann würde das funktionieren. So, und der fährt jetzt erstmal in den Schattenbahnhof und jetzt kommen wir zur Theorie innerhalb des Schattenbahnhofes. Die ist ja, von der Anordnung der Signale her einfacher. Weil es bedarf eigentlich plus zwei Signale. So wie diesem einen Fahrzeugkontaktpunkt hier. Der Fahrzeugnummer 1 hinten, beiden Kupplungen deaktiviert, hier den Umsetzkontaktpunkt für die Richtungsänderung nicht langsamer als angegeben, wurde verändert, ja, dann die Kupplungen wieder aktivieren. Hier einen Weichenkontaktpunkt und hier noch ebenfalls einen Weichenkontaktpunkt. In dem Fall Fahrt. Kann man jetzt zum Beispiel so machen, dass ich jetzt hier eine Bedingung eingebe. In dem Moment, wenn nämlich die 14 müsste es sein, Signal Nummer 14 auf Fahrt ist. Steht nämlich auf Fahrt, passt also auch. Und den entsprechenden Umsetzkontaktpunkt ebenfalls daran gekuppelt. Es bedarf es halt noch ein bisschen einer Friemelei. Nämlich, dass ich hier jetzt diesen Kontaktpunkt setze, der es auf Halt setzt. Denn in dem Moment aktiv wird, wenn der Zug rausfährt. Das ist erstmal so der Grundaufbau. Dazu kommt dann halt noch das eine unsichtbare Signal. Und ein Kontaktpunkt zur Richtungsänderung. Sowie der Kontaktpunkt für das Signal, damit der Zug auch wieder in die andere Richtung rausfährt. Habe ich hier eigentlich eine Zeitverzögerung drin? Aktivierung verzögert 10 Sekunden. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Das kann man natürlich je nach Bedarf immer variieren. So, und jetzt hoffe ich mal, dass es auch funktioniert. Nein, macht es nicht. Versuch Nummer 2. Vorne.
Wenn das so sein sollte, dann dürfte das auch kein großes Problem darstellen. Minus 60. Bremse hier lösen und dann machen wir minus 60. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Funktioniert. Gut, jetzt kommt halt noch das Signal unsichtbar dazu. Jetzt sind wir hier auf Halt, mit relativ kurzem Abstand. Fahrt nach 10 Sekunden Verzögerung, wenn 14 auf Fahrt. Und den Kontaktpunkt zur Richtungsänderung. Festlegen 60. Mit der entsprechenden Bedingung. Natürlich kann man das hier noch automatisieren durch Hinzufügen dieses einen Kontaktpunktes, der es dann nach, sagen wir mal, nach 10 Sekunden wieder auf Fahrt setzt. Den habe ich jetzt hier erstmal weggelassen. Ich kann das auch manuell jetzt auf Fahrt setzen. Und jetzt erfolgt ein selbsttätiges Umsetzen. Und hier kann man auch den Vorteil des Prellbox ausnutzen, weil der den Zug dann immer mit der gleichen Geschwindigkeit wieder in die andere Richtung zurückschickt. Na, kein Richtungs. Yep. Du bleibst mal schön hier. Hallo, hier bleiben. In die andere Richtung. Da hatte ich vergessen, noch einen Haken zu setzen. Jetzt ist nämlich auch das passiert. Ich ziehe hier etwas zu weit vom Signal weg. Und hier fehlt ebenfalls noch der Haken für die Richtungsumkehr. Ist halt ein bisschen chaotisch hier immer bei mir, aber ja. So, weil es ist auch das erste Mal überhaupt, dass ich mit sowas arbeite. Und wow. Habe ich jetzt wieder falsch. Ja, ich weiß es. Ich weiß, was ist. So, und jetzt kann man das natürlich dann wieder in die andere Richtung wieder machen. Mit dem Umsetzen. Und das ist halt sozusagen meine Idee, wie ich das umsetzen würde. Halt mit Erklärung und Anleitung. Jo. Das ist es an und für sich. Man sieht halt, braucht ein paar Kontaktpunkte, ein paar Signale. Und das gesamte Prinzip lässt sich natürlich auch auf die höheren Versionen anwenden. So wie es hier ist. In EEP 6.1 kannst du natürlich auch in der EEP 7, EEP 10, also Eisenbahn X wäre das in dem Fall eher, oder EEP 13 oder dem, welchen haben wir heute? 12. In, ich glaube sogar in 5 Tagen kommt ja schon bereits dann EEP 14 raus. Das ließe sich da auch anwenden.
Gut. Falls noch irgendwelche Unklarheiten bestehen, kann man gerne die Frage in die Kommentare reinstellen. Ich werde es dann versuchen, möglichst zeitnah dann auch zu beantworten. Falls zum Beispiel irgendwas mit den Kontaktpunkten unklar sein sollte oder halt mit dem Geschwindigkeiten zum Beispiel fürs Rangieren, Richtungswechsel oder auch die Frage, wo ich den Bahnhof her habe. Gut, ansonsten war es das erstmal von dieser dreiteiligen Aufbau- und Erklärvideoreihe über das sogenannte Kopfmachen mit Umsetzen und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ab morgen geht das dann wie gewohnt mit dem Bundesbahnprojekt dann weiter.